Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Den gestrigen Nachmittag haben wir am Strand verbummelt. Das Dörfchen Niewice war früher ein Fischerdorf. Heute lebt es vollständig vom Tourismus. Wir haben gleich gestern einen Deal mit dem Taxifahrer für weitere 3 Fahrten gemacht. So wartet er heute Morgen pünktlich vor dem Hotel. Und eine Viertelstunde später sind wir bereits am Flughafen. Nun stehen wir hier, irgendwie typisch deutsch, super pünktlich zu unserer gestern mit dem Airport-Personal vereinbarten Uhrzeit vor dem wiedererwarten geschlossenen Crew-Eingang. Ich will jetzt nicht herumjammern, aber wenn der Betrieb eines so großen Airports offiziell um 10 Uhr beginnt, dann erwarte ich irgendwie auch, dass sich hier zumindest in den ersten 10 Minuten nach 10 auch irgendetwas tut. Über eine halbe Stunde lässt man uns jedenfalls hier vor geschlossenen Türen verhungern, während da draußen unsere Flieger auf uns warten. Diese halbe Stunde sollte uns beim Heimflug von Brat dann tatsächlich 50 Euro kosten. Ich komme auf diesen Punkt im nächsten Video zurück. Allerdings will ich auch nicht verhehlen, wieder besänftigt zu werden, als ich sehe, dass sich die Damen und Herren hinter dem Crew-Counter wohl ein paar Gedanken gemacht haben über diese beiden illustren Typen, die hier heute zur Abfertigung bereitstehen. Denn wir werden mit Fotos unserer beiden Flieger aus Flightradar24 begrüßt. Eine wirklich nette Plauderei mit der jungen Dame stimmt uns wieder versöhnlich, auch wenn das alles hier viel zu lange dauert. Kein Vergleich mit Porto Roche. Bei unserer Ausreise war es sogar noch etwas heftiger, dazu mehr beim Rückflug nach Slowenien. Aber schließlich sitzen wir doch noch im Cockpit und machen uns auf den Weg. Dabei fällt unser Blick auf diesen Veteranen der Luftfahrt, der uns zuzurufen scheint, frei übersetzt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Dieses Motto trifft heute auch wieder auf uns zu, denn vor uns liegen nun rund 300 Kilometer Flug über Wasser. Notlandemöglichkeiten? Keine. Wir wissen genau, wer bei 1000 Fuß über dem Wasser einen Motorausfall hat, der muss die Rettung ziehen und bekommt nasse Füße. Um 11 Uhr, also mehr als eine Stunde nach der Ankunft am Airport, stehen wir nun am Rollhalt der Piste 32 und lauschen erwartungsfroh auf das Go vom Tower. Delta Mike Echo Mike Zulu and Delta Mike Golf Tango Zulu, for your information, unable to make your flight plan via Seine. You'll need to go via Kilo 1 Ulpin next due to military zone activity. Delta Mike Echo Mike Zulu, okay, understand, left turn and direct to Kilo 1. Delta Mike Zulu, correct, Kilo 1 Ulpin next. Delta Mike Zulu, Wilco. Delta Mike Zulu, ready to copy VFR clearance. Delta Mike Echo Mike Zulu, runway hold port, bravo, runway 32, ready for departure. Delta Mike Zulu, cleared VFR flight plan to Brač, after departure, left turn, leap control zone via Kilo 1, 1500 feet, squawk 6773. Delta Mike Echo Mike Zulu, after takeoff, left turn to Kilo 1 in 1500 squawk 6773. Delta Mike Zulu, correct. Delta Mike Golf Tango Zulu, cleared to Brač via VFR flight plan, after departure, left turn, leap control zone via Kilo 1, 1500 feet, squawk 6771. Delta Mike Golf Tango Zulu, leave control zone via Kilo 1, left turn 1500 feet, squawk 6771. Delta Tango Zulu, correct. Zulu, line up runway 14. 2. Delta Mike Zulu, lining up 32. Delta Tango Zulu, line up behind the traffic on the runway 32. Delta Mike Golf Tango Zulu lining up behind Delta Mike Echo Mike Zulu behind. Delta Mike Zulu, wind 210 degrees, 2 knots, cleared for takeoff runway 32. Delta Mike Echo Mike Zulu, runway 32, clear for takeoff. Delta Mike Golf Tango Zulu lining up, ready for departure. Delta Tango Zulu, wind 210 degrees, 2 knots, clear for takeoff, runway 32.
Delta Tango Zulu, clear takeoff. 2-3, 3-2, sorry. Hier nun, wie immer, die Ansicht über unsere tatsächlich geflogene Route. Eigentlich war der Plan, nach dem Abheben mit einem Rechtsturn am Festland entlang zu fliegen. Auch unseren Flugplan hatten wir so aufgegeben. Aber wie wir eben vom Tower gehört haben, geht das leider nicht. Wegen einer militärischen Übung. Sehr schade. Wir starten also Richtung Nordwest, drehen sofort nach links, überfliegen die komplette Insel Krk Richtung Süden und verlassen die Kontrollzone über Kilo 1. Danach folgen wir der VFR Transit Route Adria 2, allerdings nicht ganz exakt, weil ich ein paar schöne Aufnahmen von der Insel Pack haben möchte. Und dann sind wir bereits mitten in den Kornaten, einer Inselgruppe zwischen Zadar und Šibenik. Sie ist für mich die zweitschönste aller Inselgruppen in Kroatien, gleich nach den Elafiten nördlich von Dubrovnik. Letztere sind noch etwas hübscher, weil sie viel grüner und nicht ganz so verkarstet sind. Vor allem die Telaščica-Bucht mit ihren hohen Klippen ist eine herausragende Natursehenswürdigkeit. Im Hintergrund sehen wir Zadar, die fünftgrößte Stadt Kroatiens. In den 90er Jahren haben meine Familie und ich fast alle diese Inseln mit einem Motorboot besucht. Und hier fliegen wir an der Insel Čirje vorbei. Im Hintergrund die Stadt Šibenik, wo der Kanal von Skradin beginnt, an dessen Ende sich die bereits erwähnten Wasserfälle aus den Karl-May-Filmen befinden. Diese werden wir auf dem Rückflug von Brač besuchen. Und dann kommt eine etwas skurrile Situation auf uns zu, die ich so zum ersten Mal erlebe. Zur Landung auf Brač müssen wir nämlich jetzt nicht sinken, sondern steigen. Und zwar nicht zu knapp, von 1000 auf 3000 Fuß. Denn der Airport Brač liegt 525 Meter hoch, direkt an der Bergkante, an der es zum Meer steil abfällt. Eine großartige Kulisse, wie wir gleich noch sehen werden. Ein phänomenaler Anflug auf einen großen Regional-Airport, auf dem vor und nach uns auch Touristenflieger gelandet und gestartet sind. Delta Mike Zulu, Contact Pula, Radar 124, Decimal 6. Delta Mike Zulu, Formation will Contact Pula, Radar 124.6. Thank you, see you on evening. Okay, bye. Pula Radar, good day, Delta Mike, Echo Mike Zulu. Delta Mike, Echo Mike Zulu, Pula Radar, good morning, identified, proceed to Open QNH 1017. Delta Mike, Echo Mike Zulu, QNH 1017, and we'll continue to Dolphin. Delta Mike Zulu, after Dolphin, you will proceed to Romeo 1. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation after Dolphin maintaining to Romeo 1. Pula Radar hatte uns schon erwartet. Und anders als in Deutschland vergibt der Start-Airport einen Squawk, der für den gesamten Flug beibehalten wird. Außerdem hat der Lotse unser Routing leicht abgekürzt, indem er uns nach dem Meldepunkt Dolphin gleich nach Romeo 1 schickt. Papa Golf, any possible success? Papa Golf, clear direct to Qatar. Papa Golf, thank you. Delta Mike Zulu, proceed southbound, please. Gecko Mike Zulu, Pula. Yes, Delta Mike Echo Mike Zulu formation. I didn't copy that exactly. Say again, please. Delta Mike Zulu, for the next few minutes, proceed to the south, please. Ok,
Okay, understand. Delta Mike Zulu formation for the next minutes, proceeding to the south. Five Papa Echo Whiskey, Polar Radar, good morning, identified, proceed to Lachine, QNH1017, maintain 7,500 feet. Hello, hello, Ryanair 8677, flight number 160. Ryanair 8677, Polar Radar, identified, descent to 8,000 feet, QNH1017, transition level 110, expect Dallas approach runway 13. So descend to 8,000 feet at QNH1017, transition level is 110. Can we have the full MET report, please? Ryanair 8677, wind 250 degrees, 6 knots, KOK, temperature 290.11, QNH1017. Delta Mike Echo Mike Zulu, resume navigation to number 1. Delta Mike Echo Mike Zulu, proceeding and next report, Romeo 1. Delta Mike Zulu, correct, contact Zaza Radar, 128, decimal 525. We'll contact Zada Radar 128525, thank you. Zada Radar, good day, Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Golf, Delta Mike Golf Tango Zulu, Dobrodan Zada Radar, identified QNH1017. Delta Mike Echo Mike Zulu formation, QNH1017, next report is Romeo 1. Yeah, report Romeo 1. Ich finde es sehr wichtig, während des Fluges mitzuhören, was sonst noch so los ist. Allein durch Mithören bekommt man ein ungefähres Lagebild der Region, in der man gerade unterwegs ist. Deshalb kann ich das Verhalten derjenigen Piloten, die während des Fluges permanent über andere Themen reden, so schwer nachvollziehen. Außerdem finde ich es auch überaus interessant, was gerade um mich herum passiert. Gerade in diesem Moment düst eine Ryanair-Maschine von Danzig, Polen, über uns hinweg und bekommt eine Freigabe für ihren ILS-Anflug auf die Piste 1-3 von Sala Airport. Mike Echo Mike Zulu, confirm proceeding in Mount Romeo 1 to avoid Zadar CTR. Delta Mike Echo Mike Zulu, Wilco Romeo 1 and avoiding CTR. Delta Mike Echo Mike Zulu, formation approaching Romeo 1, next report Upson. Delta Mike Zulu, roger. Delta Mike Zulu and Delta Tango Zulu, traffic information, opposite traffic, VFR at 1000 feet, distance 10 miles. Delta Mike Echo Mike Zulu, formation, don't have the traffic looking out. Delta Mike Zulu, do you want to climb to 2000 feet to be clear? Delta Mike Zulu, we go to 2000 for a moment, yes. Climb 2000 feet. Delta Mike Echo Mike Zulu, have the traffic right now. Delta Mike Zulu, roger. If you want, you may now descend to 1500 feet. Delta Mike Zulu, formation descending 1500. Ryanair 8677, descend to 3,000 feet, clear ILS approach, runway 13. Descend to 3,000 feet, cleared ILS 13, Ryanair 8677. Hier fliegen wir nun zur Dugi Otok hinüber, was übersetzt so viel bedeutet wie lange Insel. In ihr befindet sich die berühmteste aller Buchten dieser kornatischen Inselwelt, die Telaschica Bay. An der Anzahl und Größe der Yachten erkennt man die Beliebtheit dieser einzigartigen Landschaft. Wie schon erwähnt, war ich hier 1998 mit der Familie auch mit einem Boot unterwegs, allerdings etliche Dimensionen kleiner als diese beiden hier. Damals haben wir einen Spaziergang zur Steilküste gemacht. Leider habe ich während des Fluges nicht an diese Steilküste gedacht. Diesen Bogen hätten wir bestimmt genehmigt bekommen. So kann ich heute nur mit einem alten Dia von 1998 aufwarten. Hier bekommt man zumindest eine Vorstellung davon, wie die Westküste dieser Insel aussieht. Alle weiteren Erklärungen zum Flug ergeben sich unmittelbar aus dem Funkgeschehen. Hoffentlich geht es euch wie mir. Ich genieße diese fantastische Inselwelt sehr. Und der Anflug auf Brač war aufgrund seiner Lage ebenfalls etwas ganz Besonderes.
Oscar Echo, Echo Sierra Mike, landing flight level 150. Flight level 1. Runner 1-4 Zulu Zulu, descent to 6,000 feet. Speed runner 1-4 Zulu Zulu. Minor request, descent to 300. 0-0 approved. 300 AGL, short 0-9. Oscar Sierra Mike, right heading 310. 310, Oscar Sierra Mike. Runner 1-4 Zulu Zulu, descend to 3000 feet, clear ILS approach, runner 1-3. 3000 feet, thank you, approach 1-3, runner 1-4 Zulu Zulu. Radar, good day. Delta Mike, Echo, Mike Zulu. Mike Echo, Mike Zulu, Split Radar, Dobar Dan, identified. Continue VFR inbound Golf 2 point. 1500 feet to Prudence, QNH split to 1017. Delta Mike, Echo, Mike Zulu formation will continue via Golf 2 and altitude 1500. QNH 1017. Correct. Octo 21, contact split tower 124.675. 124.675, Octo 1. Echo 082, localize established runway 05. 4082, contact split tower 124.675. Going 4082, tower 124.675. Thank you, sir. Have a nice day. Bye-bye. Bye. Negative, after Golf 2, direct to Delta 3, Starigrad on Hvar, thereafter to Brač. Delta Mike Echo Mike Zulu formation, after Golf 2, direct Delta 3 for Brač. Correct, and expect the runway 21 at Brač. Expecting runway 21, Brač, Delta Mike Zulu formation.
Niner Alpha, Delta Whiskey Alpha, contact split, Tower 124, Decimal 675. 124-675, Niner Alpha, Delta Whiskey Alpha, Falapog. Mike Echo, Mike Zulu Formation, climb to 3000 feet. Delta Mike Echo, Mike Zulu Formation, climbing 3000. Mike Zulu Formation, now contact Braj Tower 118.025. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation will contact Braj Tower 118.025. Bye. Bye bye. Braj Tower, good day. Delta Mike Echo Mike Zulu. Mike, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich denke, dass der Berg noch im Weg. Lass uns hier am Rand der Kontrollzone weiterfliegen und dann in 2 Minuten nochmal rufen. Ja, ich werde nochmal zurückgehen gerade auf Split und werde nochmal klären, ob wir bis Delta 3 fliegen dürfen, weil wir den noch nicht verstehen. Okay. Ich gehe jetzt zurück. Split Radar, this is Delta Mike Echo Mike Zulu Formation again. We don't have contact at the moment with Braj Tower. Please confirm we are cleared to Delta 3. First inbound Delta 3 and thereafter to Braj and try to contact on 118.025. Probably it's a better reception from your position. Yes, I think so. It's the mountains. Okay, clear to Delta 3 and then Tower 118.025. Thank you, bye-bye. No problem, be spotted. Braj Tower, good day. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, Braj Tower, dobar dan. Go ahead. Delta Mike Echo Mike Zulu, we are a formation of two Microlite aircraft. VFR with flight plan from Greek Island, Lima Delta Romeo India. Current position is 5 miles northeast of reporting point Delta 3 for landing, please. Delta Mike Echo Mike Zulu, Dobar dan, QNH Braj is 101, continue to Delta 3, 3000 feet, and report Delta 3. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, QNH 101, will continue to Delta 3 in 3000. That is correct, sir, and venues for you will be 03. Delta Mike Echo Mike Zulu and will expect runway 03. That is correct, sir. Das ist ja mal cool hier. Wow.
Delta Mike Echo Mike Zulu approaching Delta 3000, field is inside. Delta Mike Zulu, roger, continue inbound Brach Airport directly to final, report on final. Delta Mike Echo Mike Zulu will proceed direct to long final, 03. Delta Mike Echo Mike Zulu established on long final 03. Delta Mike Echo Mike Zulu, roger, clear to land the runway 03, wind is 140 degrees 7 knots. Delta Mike Echo Mike Zulu, runway 03, clear to land. Just to confirm, you will make formation landing. Delta Mike Echo Mike Zulu, confirm, no problem. Delta Mike Golf Tango Zulu, number 2 of the formation established on long final 03. Delta Mike Golf Tango Zulu, Brach Tower, Dover down to you, 2 QNH Brach 1019er, continue, follow number 1 as number 2. Report on final. Delta Mike Golf Tango Zulu, QNH 1019er, follow number 2, report on final. Delta Mike Zulu on short final 03. Yes, sir, you are clear to land, wind 110 degrees 6 knots. Delta Mike Zulu, runway 03, clear to land. Delta Mike Zulu, taxi to the apron, locate the runway, follow the marshaller. Delta Mike Zulu will follow the marshaller. Oh, nicht schlecht, Herr Specht. Delta Mike Zulu, do you need refueling? Delta Mike Zulu, negative. Ja, Mike Golf Tango Zulu, final 03. Delta Tango Zulu, clear to land runway 03, wind 130 degrees 8 knots. Mike Golf Tango Zulu, clear to land 03.